Hallo, Shalom und Privet auf meinem Kanal, Dagi B. Ich dachte, ihr was labert die da. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit einem Special Guest namens Melina. Melina. Türkisen Haaren. Aber auf jeden Fall machen wir heute einen Tag namens Wer würde eher? Und zwar haben wir leider keine Zettel in diesem Hotelzimmer und müssen unsere Hände dafür nehmen. Also hier steht Dagi drauf und da steht Melina drauf. Darf ich kurz anmerken, dass das mein Augenbrauenstift von MAC war, den ich da drauf geschmiert habe? Und der liebe Hisham ist auch hier und er wird uns Fragen stellen. Also wer würde eher fragen? Wir haben nämlich euch auf Twitter gefragt, dass ihr euch sehr, sehr abgespaced und abgefahrene Fragen aus... denken sollt. Dass ihr ganz abgespacete Fragen ausdenken sollt. Und der Hisham, der Gesundheit. Danke. Wird uns jetzt vortragen und wir werden dann bestimmen, wer das eher machen würde. Okay, let's go. Wer würde eher in einem Gulli wohnen? Ja. Hast du auch mich? Ja. Wieso ich? Ja, weil ich mich... Aber wieso denkst du, ich würde? Weil ich... Du... Nein, du stinkst nicht oder so, aber das würde zu dir passen. So ja, aber so Neues entdecken und mal so anders. So mal. Okay, ich hab verstanden. Die guten Seiten von Köln sehen. Okay, der nächste ist, wer würde eher im Wald kacken, wenn man 2 Stunden nach Hause gehen müsste? Wieso denn ich? Nee, ich kack nicht im Wald. Ich kack auch nicht im Wald. Ich hab gestern den ganzen Tag gewartet, bis du aufwachst und deine Kopfhörer aufsetzt, damit ich kacken gehen kann. Den ganzen Tag. Du Arme! Ja, ich hab voll aufgehalten. Ich weiß es nicht, also ich würde es nicht machen. Nee, ich auch nicht. Vielleicht ja auch doch. Was ist, wenn ihr dringend müsst und ihr müsst 2 Stunden nach Hause laufen und... Oh, wenn da keiner ist? Ja, wenn ich jetzt so richtig Durchfall hätte und es drückt quasi schon raus. Dann muss man ja. Wenn man die Stift schon malen könnte. Wer würde eher seine Haare abrasieren? Nee, ich nicht. Nee. Du aber auch nicht. Ja, also dann schon ehrlich. Nee, also ich glaube eher ich, weil ich hatte schon mal einen Zeitcut. Ja, gut, dann Dagi. Ja, ich hatte schon mal einen Zeitcut, aber ich fand es nicht so schlimm. Also ich weiß nicht. Ich habe auch mal überlegt, eine Kurzhaarfrisur zu tragen. Aber so abrasieren wäre jetzt nicht mein Ding, aber ich glaube, ich fände es nicht so unglaublich krass schlimm. Okay, heute Nacht lass mal Rasierer kaufen. Mach den Boxerschnitt so. Bushido. Hey, Dagi, mach doch mal. Bushido. Du hast doch gesagt, du würdest machen. Bushido. Wer würde sich eher 24 Stunden in Berlin Mitte an einen Baum ketten und rufen, rettet die Umwelt? Einfach weil es lustig ist. Ja. Melina, Tiffany. Ja, why not? Kann man machen. Die Leute würden mich nur erkennen und ständig nach Fotos fragen. Rettet den Baum! Dann bringt er nicht weiter hier! Du Öko, du. Wer würde eher neben Jungs furzen? Ja, von euch beiden. Safe ich. Echt? Ja. Okay. Ich hab auch schon mal vor Jungs gefurzt. Ja, ich auch. Ich hab schon vor jedem gefurzt. Achso, vor Annika, wir kennen uns erst seit 3 Tagen, aber hey, komm noch. Aber hey, komm noch. Ich hab auch eher Melina. Ja? Jetzt ist das Eis gebrochen, Melina. Also so Dagi ist ein bisschen so... Ich safe. Die geht so in die Ecke und dann pupst sie so. Psst. Ich hab auch... Oh, ich hab schon mal vor euch gefurzt. Weißt du, nach der Karte, ich komm noch. Melina, ich mach so. Sorry. Wir sind uns voll am Weglachen. Timo und ich, Melina dabei. Ich fang an zu lachen über mein eigenes Scheißvideo und mach so. Wolltest du den auch aufs Bett? Und Timo so, hey, wir kennen uns erst seit einer Woche, aber du hast schon von mir gefurzt. Wer würde eher mit Inline Skates Longboard fahren, also mit Inline Skates auf dem Longboard drauf? Also, ja, eigentlich keiner. Keiner ich. Beide. Ich würde, ja, beide eigentlich. Ich würde es eigentlich auch versuchen. Ja, why not? Why not? Kann man machen. Ja, direkt alles gebrochen. Kann man machen, kann man machen. Wer würde eher den Kot eines Einhorns essen? Ich! Melina. Liebe Einhörner. Wer würde eher etwas Vergammeltes essen, wenn sonst nicht mehr da wäre? Also sowas. Ich habe viel zu viel Angst vor dem Kotzen. Ich habe eine Kotzphobie. Ich habe gestern vergammelten Burger gegessen, also juckt's nicht. Ja. Also wirklich? Dagi auf jeden Fall safe. Bro. Er den jeweils anderen aufessen, wenn es um euer Leben ginge. Boah, ne. Ich glaube, Dagi wird mich essen. Ja. Was? Was?
Okay, okay, ja, alles klar. Wenn ich hab, dann habe ich Hunger. Stück vom ja. Arm. Schießt du morgens überhaupt keinen Arm so? Ja, wobei ich hab da gar nichts gegen. Bisschen weniger Specke. Hier, gönn dir. Wer würde eher eine Woche in der Wildnis verbringen? Hey, jetzt halten mich alle für voll das Öko-Kind. Ja. Wer wohnt im Gulli? Ja. Melina. Ja. Wer steht am Baum? Wer steht am Baum? Wer kackt den Wald? Was ist das? Wer putzt den Jungs, Melina? Ja. Alles. Ja, voll Öko. Wow. So, ihr Lieben, das war's auch schon mit unserem Video. Es war leider ein etwas kürzeres Video, aber demnächst kommen auch wieder längere Videos und coolere Videos. Auch mal wieder mit Melina und so weiter und so fort. Mit Dagibe. Und ja, es würde uns sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und es würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo da lasst, damit ihr nichts mehr verpasst. Und, nee. Nee. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal. Ich hab euch alle ganz so lieb und bis dann. Tschüss!